herzlich willkommen zum Into Success Podcast. Mein Name ist Michael und ich darf heute wieder mal den Mille bei mir begrüßen. Hallo Mille. Hallo Michael. Du hast ein Thema mitgebracht, bei dem ich dich gerade im Vorgespräch gefragt habe, was möchtest du mit mir eigentlich besprechen? Und das nicht, weil ich keine Ahnung hatte, warum ich jetzt mit dir zusammensitze, sondern weil das ein Thema ist, was ziemlich, ziemlich groß und unterschiedlich sein kann. Wir sprechen nämlich heute über Security. Im Detail hast du gedacht, wir reden jetzt dann über Firewall, über Intrusion Detection Systeme und alles das, was man auf jeden Fall braucht, wenn man mit der Cloud spricht. Richtig? Nein. Ah. Vielleicht doch die Agenda lesen sollen. Was genau, wie magst du denn einsteigen? Worum soll es denn tatsächlich gehen bei Security? Naja, wir haben ja jetzt tatsächlich schon in dem einen oder anderen Blogbeitrag von unserem Kollegen lesen dürfen. Wir zwei haben auch in dem einen oder anderen Podcast mittlerweile schon das Wörtchen Security des Öfteren mal in den Mund genommen und verschiedenste Themen beleuchtet. Und ich würde heute auf zwei Systeme, ja, Systeme ist vielleicht der falsche Begriff, zwei Tools, zwei Möglichkeiten, die Microsoft 365 bietet, darauf hinauskommen. Und inwiefern mir genau diese Unterstützung, die mir da Microsoft bietet, in meinem Unternehmen hilfreich ist, meine Security zu verbessern. Okay, das klingt, also du hast ja schon Nein gesagt zu Firewall und Intrusion Detection Systeme und aber vielleicht fangen wir dann damit an. Was versuchst du denn mit diesen Systemen, zu denen wir gleich mal in Detail kommen, was versuchst du denn damit zu schützen? Na, was möchte ich schützen? Grundsätzlich, also total banal ausgedrückt, geht es ja grundsätzlich immer um meine Unternehmensdaten. Mhm. Und die sollten im allerbesten Falle in meinem Unternehmen bleiben oder zumindest kontrolliert das Unternehmen verlassen. Ja. Und jetzt ist uns natürlich da draußen in dieser zunehmend digitalen Welt ja klar, dass es da vielleicht die ein oder anderen Menschen gibt, die genau das verhindern wollen, beziehungsweise an genau solche Daten in meinem Unternehmen rankommen wollen, um sich daran zu bereichern, um, weiß ich, zu sabotieren, um Spionage zu betreiben. Da gibt es ja unzählige Varianten. Ja, aber Hacker sind ja im Endeffekt genau darauf aus, an meine Unternehmensdaten irgendwie ranzukommen, aus Gründen, die sie da vermutlich haben. Naja, ich glaube schon, die meisten Gründe sind, sich die Taschen voll zu machen, also finanzieller Natur. Oder wenn man sagt, ich habe persönlich etwas gegen das Unternehmen und dem möchte ich jetzt in irgendeiner Form schaden. Vielleicht sogar beides, um dafür zu sorgen, dass es irgendwie in der Öffentlichkeit schlecht dasteht, also ein Image-Schaden. Oder ich möchte vielleicht an Betriebsgeheimnisse rankommen, die dafür sorgen, dass ich mir dann bei dem Verkauf von Betriebsgeheimnissen irgendwie wieder eine goldene Nase verdienen kann. Also ich glaube, da spielt schon beides oder mehrere Aspekte mit rein, die alle in die ähnliche Richtung gehen. Bis auf die paar, die es einfach machen, weil sie Spaß dran haben. Die gibt es natürlich auch. Also ich verstehe schon die Herausforderung. Ja, solange, ich sag mal, es gibt ja auch diese positiven Hacker, also diese guten Hacker, die dann anfangen aus Spaß, an der Freude, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, wie sie in Systeme reinkommen, um dann hinterher auch den Herstellern zu melden, hey, da habt ihr eine Sicherheitslücke und dann darüber wiederum auch Anerkennung und finanziell auch was zu bekommen, weil die Hersteller das natürlich auch honorieren. Also auch diese Variante gibt es schon. Aber ich sag mal so, die meisten haben tatsächlich eher diesen negativen Ansatz. Also sie wollen es eher zum Schlechten eines Unternehmens. Jetzt machen wir eine kleine Raterunde, Mille.
Wir haben ja schon so ein bisschen was rausgelassen. Also an verschiedenen Artikeln. Du hast es gerade eben schon mal angesprochen. Nenne mir 4 mögliche Szenarien, wie jemand ein Unternehmen angreifen kann. 4. Fangen wir mal mit dem einfachsten und gängigsten an. Das wäre sicherlich Phishing. Ja. Da haben wir, ich glaube tatsächlich in unserem letzten Podcast, hört rein, sehr interessant, sogar noch mal drüber gesprochen, dass wir auch intern eine gewisse Security-Awareness-Kampagne gefahren haben. Und da war Phishing im Endeffekt die Basis da dafür. Dass man jetzt tatsächlich versucht, mithilfe von Phishing-Mails ins Unternehmen zu gelangen, ja, und irgendwas erzwingt, ja, sei es jetzt mit einem Anhang, sei es mit einem Link, der mich auf irgendeine externe Seite führt und meine Benutzerdaten fordert, um die abgreifen zu können. Das wäre so mal eine Art und Weise. Und was da sogar ziemlich eng beieinander hängt, wäre dann die Ransomware. Um es auf gut Deutsch zu sagen, Schadsoftware. Okay. Du meinst eine Excel-Liste, die kaputt ist und die Zahlen durcheinander würfelt? Oder was schadet die Software? Naja, eine Excel-Liste, die kann tatsächlich schon dafür verwendet werden. Ja, aber in dem Fall führt sie wahrscheinlich im Hintergrund eher irgendwelche Makros und Code aus, der im schlimmsten Falle, ich meine, jeder wird es kennen, jeder hat es irgendwo schon mal in den Medien gehört, die mir im schlimmsten Falle meine gesamte Möhre verschlüsselt. Und da sind wir jetzt bei dem Aspekt, ja, Hacker wollen sich bereichern, da geht es nachher tatsächlich nur noch drum um Lösegeld, kann man in dem Falle Lösegeld sagen? Ja, ist schon eine Art Erpressung, passt dann schon, ja. Ja, es ist Erpressung, genau. Ja. Ja, da werden einfach Gelder, Überweisungen gefordert, um dann angeblich nach Zahlung die Systeme auch wieder entschlüsseln zu können. Ich habe es jetzt aktiv noch nie wirklich ausprobiert, ob es nach Zahlung tatsächlich der Fall ist, dass es funktioniert. Ich würde mal von abraten. Ja, also ich glaube, das kann schon sein, aber meistens sind ja auch Daten dabei geklaut worden, bevor verschlüsselt wurde, und selbst wenn es heißt, wir löschen die dann, das ist ja dann auch ein bisschen fragwürdig, ob das Ganze dann tatsächlich gelöscht ist oder ob die nicht weiterverkauft werden, solange man Geld damit machen kann. Okay, das waren jetzt 2. Als dritte, ich mag tatsächlich dieses Szenario Social Engineering. Es gibt unglaublich viele Hollywood-Filme, die darüber berichten und erzählen und das als Basis haben. Und ich finde das Thema unglaublich spannend. Ich würde vielleicht tatsächlich an der Stelle ein praktisches Beispiel nennen. Kennst du den Film Who Am I? Darf ich Werbung machen? Ich mache jetzt einfach Werbung. Ja. Ich musste kurz überlegen, aber ja, kenne ich, ja. Genau, der baut ja auf diesem gesamten Social Engineering Szenario auf. Und es geht ja im Endeffekt darum, jetzt Personen zu manipulieren. Und ein Beispiel, total cool in dem Film, total banal. Der Schauspieler, der kramt vor einem Donutladen im Müll, holt sich da eine leere Donutverpackung raus, stapft zielstrebig und mit vollem Bewusstsein in diesen Donutladen, geht an den Tresen, knallt diese leere Verpackung auf den Tresen und behauptet, da haben Donuts drin gefehlt. Kann das natürlich nicht beweisen. Ja. Das End vom Lied war, klar, der Verkäufer hat ihm das Ganze so abgekauft und hat ihm Donuts gegeben. Ja. Kostenlos aufs Haus, weil die haben ja gefehlt. Und so hat er sich zumindest mal kostenlos ein paar Donuts erschleichen können. Jetzt geht es bei uns ja nicht um Donuts, logischerweise, aber die Basis, das Szenario, die Vorgehensweise, die ist ähnlich, wenn nicht gleich. Es geht bei diesen Hackern, die Social Engineering betreiben,
zielgerichtet darum, jetzt mein Gegenüber Personen so zu manipulieren, damit sie vielleicht Daten herausgeben, ja, ohne wirklich zu wissen, dass es jetzt ein Trick ist. Ja. Ich gebe mich als Geschäftsführung aus und brauche jetzt ganz dringend Informationen, weil ich gerade unterwegs bin, und bringt es meinem Gegenüber so glaubwürdig rüber, dass eben sensible Daten weitergegeben werden, weil ich da davon ausgehe, okay, das hat alles Hand und Fuß, das hat schon seine Richtigkeit. Okay, also ich finde das auch ein spannendes Thema. Da können wir gerne noch mal ein bisschen länger drüber reden, aber du bist jetzt bei 3. Eins fehlt noch. Ich würde als 4. Punkt jetzt vielleicht auch, wird mit der Überleitung ein bisschen einfacher, ja, mitgedacht, mir mal die internen Mitarbeiter anschauen. Auch meine internen Mitarbeiter bergen ja eine Art Risiko. Ja. Und wir haben das ja auch in den vergangenen Podcasts schon mal erwähnt. Ich kann so viel Security betreiben, wie ich möchte. Das schwächste Glied ist einfach der Mensch. Wenn der Mitarbeiter auf eine Phishing-Mail drauf reinfällt und darauf klickt, dann ja, bringen mir die besten Systeme nichts mehr. Wenn sich mein Mitarbeiter manipulieren lässt am Telefon und Daten am Telefon herausgibt, dann bringen mir Security-Systeme schon zweimal gar nichts. Und ja, das würde ich so als 4. Einstiegspunkt für Hacker nehmen. Meinen Mitarbeiter tatsächlich. Und selbst da sogar verglichen, ganz egal, ob mein Mitarbeiter hier versehentlich Informationen weitergibt oder tatsächlich sogar beabsichtigt, ja, dass sogar mein Mitarbeiter derjenige ist, der von intern jetzt die Daten abgreift und die irgendwo nach außen trägt. Okay. Und damit hätten wir 4 Themen. Du hast gerade eben schon gesagt, eine Überleitung. Lass mich raten, du möchtest jetzt nicht schon wieder über Phishing reden und du möchtest wahrscheinlich auch das Thema Ransomware nicht aufnehmen, sondern du möchtest, ich weiß nicht, über Insider reden? Insight war tatsächlich an der Stelle das richtige Stichwort. Ich möchte jetzt mal mit dir näher mein internes Unternehmen betrachten. Welche Risiken verbergen sich denn in Insight? Ja, und welche Möglichkeiten bietet mir Microsoft, das in der Cloud-Umgebung ein bisschen zu tracken und natürlich auch am Ende zu verbessern? Und ich würde da als allerersten Step mal ein Wörtchen, beziehungsweise es sind 2 Wörtchen, mit in den Raum werfen. Das ist der Security Score. Davon hast du bestimmt schon mal gehört. Ja, das ist die Möglichkeit, dass ich sehen kann, inwieweit mein Tenant nach allgemeingültigen Regeln sicher ist. Also allgemeingültig, so allgemeine Regeln, wie Microsoft Sicherheitsstandards definiert hat. Richtig? Das ist sehr schön zusammengefasst. Also besser hätte ich das nicht zusammenfassen können. Check haben wir also im Podcast circa 10, 15 Minuten Hinleitung, um das mal kurz in einem Halbsatz zu erklären. Und ja, machen wir weiter. Nächster Punkt, was war noch? Nein. Super. Also ich habe das ja jetzt grob umschrieben, aber wie kann man sich das denn in echten Welt, wie kann man sich das im richtigen Leben vorstellen? Grundsätzlich finde ich den Security Score mal in dem Security-Portal von Microsoft 365. Und rein optisch vorstellen kann ich mir da erstmal ein hübsches, großes, auch grafisch schön aufbereitetes Dashboard. Da ist ganz präsent, ganz deutlich sichtbar eine dick gedruckte große Zahl drin. Und das ist mein Security Score, den mir Microsoft anhand, wie du eben gesagt hast, Standards berechnet.
und sich eben meinen gesamten Tenant anschaut, welche Security-Lösungen, Maßnahmen, um meine Sicherheit zu verstärken, habe ich denn schon umgesetzt? Wo gibt es vielleicht noch Handlungsbedarf? Und anhand all diesen Punkten setzt sich dieser Score zusammen. Und unter diesem Score finde ich einen riesengroßen Katalog an Maßnahmen, die mir jetzt Microsoft an die Hand gibt, ja, mit denen ich jetzt genau diesen Score eben verbessern kann und da damit logischerweise auch meine Sicherheit im Unternehmen beziehungsweise in meinem Tenant. Und da sind total banale Dinge dabei, wie die Aktivierung von Multifaktor-Authentifizierung für alle Benutzer. Ja, kann man sich jetzt eben vorstellen, in dieser Tabelle gibt es einen Eintrag, der beschreibt mir jetzt eben die Maßnahme. Ja, die Maßnahme ist in diesem Falle die Aktivierung von MFA für alle Benutzer in meinem Tenant. Und dann gibt es auch noch ein bisschen Text da dazu. Und auch direkt die Anleitung, wie und wo kann ich das umsetzen. Ja, das heißt, Microsoft beschreibt mir sofort, was muss ich konkret tun, um diesen Punkt auf erledigt setzen zu können. Und das Schöne da dabei ist, dass Microsoft ja eben meinen gesamten Tenant dahingehend auch wirklich überwacht und trackt, wenn ich diesen Punkt auch tatsächlich umgesetzt habe. Dann muss ich jetzt nicht aktiv nochmal in diesen Katalog rein und diesen Punkt auf erledigt setzen und da irgendwelche Informationen, Nachweise liefern etc. Microsoft erkennt einfach, dass dieser Punkt erledigt ist, setzt diesen Punkt auf erledigt und erhöht mir im besten Falle auch meinen Score. Ich habe gerade mal nachgeschaut, weil ich neugierig war. Ich hatte im Kopf, dass der einen direkt riesig groß begrüßt, wenn man auf das Security Center geht. Inzwischen ist es eher eine Kachel von vielen. Okay. Aber der ist noch da. Und wir hatten im Vorfeld gerade eben überlegt, inwieweit das eine komplette Punktzahl ist, also eine fixe Punktzahl oder eben eine Prozentzahl. Es ist witzigerweise beides. Es ist inzwischen so, der Grad der Erfüllung ist in Prozentzahl, aber es gibt eben auch Punkte, die vergeben werden für Aktionen, die gemacht werden können und dann in unterschiedlichen Aspekten natürlich auch eine unterschiedliche hohe Anzahl an Punkten haben. Also wenn ich jetzt gar kein MFA habe, da dann MFA zu aktualisieren oder zu aktivieren, gibt mehr Punkte, als zum Beispiel dafür zu sorgen, dass MFA über Telefonie, also über reines Telefon, abgelöst wird durch eine App. Immer noch Verbesserung im Score, aber der Sprung ist nochmal ein deutlich höherer durch diese grundsätzliche Aktivierung. Sehen wir auch da, verbessert nach wie vor Microsoft immer noch mit. Also es ist jetzt kein System, das da ruht und einmal ins Leben gerufen wurde. Und ich kann mir natürlich auch sehr gut vorstellen, dass auch sicherlich die ein oder anderen neuen Maßnahmen mit reinkommen, wie man seinen Tenant verbessern kann. Auf Basis aktueller neuer Standards, neuer Bedrohungen etc. Ja, absolut. Du hast gerade MFA angesprochen. Ein Punkt ist zum Beispiel MFA für alle Accounts aktivieren. Und dann kommen wir zu dem Punkt, dass gleichzeitig die Empfehlung ist, einen Breakglass-Account zu haben, bei dem kein MFA aktiv ist. Also auch etwas, was so ein Stück weit widersprüchlich ist. Und da habe ich vor drei Wochen bei einem Podcast von mir rund um Microsoft-Themen mit ein paar Security-Experten gelernt, dass Microsoft da auch Anpassungen macht, Verbesserungen macht und den Security-Score dann auch mit solchen Erkenntnissen wiederum versieht und sagt, okay, ja, es sollten halt alle Accounts, auch die Privilegierten, gerade die Privilegierten wie ein Global Admin,
versehen sein, aber es gibt halt auch Breakglass-Accounts und die sind dann davon ausgenommen. Das klingt da bewegt sich auch einiges. Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte mit der Story gerade eben. Ja, vielleicht kann man noch einen Nebensatz erwähnen. Wie gesagt, diese Maßnahmen, diese Punkte, die werden ja im besten Falle nach Umsetzung auf erledigt gesetzt. Ich habe aber auch manuell die Möglichkeit, diese Punkte so ein bisschen zu tracken. Ich kann sie nach hinten schieben. Ich kann sie aber auch, jetzt weiß ich nicht genau, wie das Wording ist, aber ich kann das Risiko akzeptieren. Also das heißt, ich kann einen dieser Maßnahmen, einen dieser Punkte, die mir Microsoft ja empfiehlt, auch sagen, ja, okay, das ist in meinem Unternehmen eigentlich gar nicht umsetzbar und ich akzeptiere das Risiko. Dann ist dieser Punkt im Endeffekt abgehakt. Klar, ich bekomme dadurch keine Punkte, ich erhöhe meinen Score nicht, aber ich kann so ein bisschen Ordnung in die Liste reinbringen. Ja, richtig. Das ist auch der Punkt, bei dem ich dann sagen kann, ich muss nicht jedes Mal von vorne anfangen und mir alles durchlesen. Das heißt, ich kann mir das nehmen und kann mir das auch filtern nach verschiedenen Kriterien. Zum Beispiel noch offene Themen, dann kann ich das abarbeiten, ja. Was mir persönlich noch ganz gut gefällt, ist die Aufteilung von Themengebieten. Ich sehe Kategorien, in denen das Ganze mit umgesetzt ist. Also ich sehe das Thema, wie gut sind meine Identitäten geschützt, meine Geräte, aber eben auch meine Daten nach entsprechenden Vorgaben. Und das kann ich eben nutzen, um ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen. Die ganz klare Empfehlung ist, das Ganze durchzuarbeiten und beim Durcharbeiten auch ganz persönlich zu entscheiden, ist das jetzt etwas, wo ich für mich sage, ich brauche das jetzt zum Beispiel, Stichwort anonymer Zugriff auf meine Daten, weil ich zum Beispiel eine Datenablage habe, die wirklich übers Internet erreichbar sein soll und die muss auf einem SharePoint liegen, aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es andere Wege eigentlich, nur das mal am Rande gesagt, aber ich kann es theoretisch über den Weg realisieren. Und wenn ich dann sage, das ist für mich okay, das ist für mich gut so, dann passt das auch. Und da kommen wir zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, dann akzeptiere ich das Risiko. Aber ich habe mich aktiv damit auseinandergesetzt und werde nicht überrascht, dass auf einmal da etwas passiert ist, weil ich die Settings mir nie angeschaut habe. Genau, an der Stelle liefert ja im Endeffekt dieser Security Score beziehungsweise die Maßnahmen da dahinter den Admins ja eigentlich auch nur einen Leitfaden. Ja? Und man kann ja nicht alles auf dem Schirm haben und an alle Punkte denken. Und anhand der Liste habe ich einfach eine Möglichkeit, dass mir Microsoft aufzeigt, wo kann ich mich denn gegebenenfalls verbessern. Und wichtig wäre vielleicht auch noch zu erwähnen, ich muss hier nicht mit Hängen und Würgen die 100% und einen Superscore erreichen. Ich gewinne da damit bei Microsoft nichts. Es gibt also kein Zertifikat oder ein gratis Surface. Es geht ihm einfach da darum, ja, meine interne Security da ein bisschen zu verstärken. Und aber wie du erwähnt hast, alles so, wie es für mein Unternehmen auch tragbar und realisierbar ist. Ja, und ich weiß gar nicht, ob das noch stimmt. Ich habe mal vor einiger Zeit die Aussage gehört, es werden Unternehmen in einer ähnlichen Größe miteinander verglichen und darüber hinaus wird die Wertigkeit von den entsprechenden Empfehlungen auch mitgetroffen. Weil natürlich macht es einen Unterschied, ob ich ein Unternehmen bin mit 100 Leuten, die ausschließlich in Deutschland arbeiten, oder ob ich ein Unternehmen bin mit 100.000 Mitarbeitern global verteilt, da habe ich vielleicht nochmal andere Anforderungen. Vieles deckt sich, aber ein bisschen was ist eben dann doch nochmal auch anders. Und dementsprechend habe ich dann auch eine unterschiedliche Bewertung davon. Ich habe eben gerade schon mal davon gesprochen, dass wir im Talk
also Talk Microsoft 365 Podcast, Security-Spezialisten mit dabei hatten. Die hatten mit uns über das Tool Master gesprochen. Majester oder wie auch immer man das ausspricht. Das ist ein PowerShell-basiertes Skript oder Tool, besser gesagt, Toolkit, mit dem man anfangen kann, Abfragen gegenüber dem Tenant zu machen und dort mithilfe von diesem Toolkit sowas Ähnliches wie eine Security-Score-Bewertung zu machen. Toolkit deswegen, weil man Sachen drumherum bauen kann, wie zum Beispiel Abfragen auch Richtung Exchange und weitere Systeme, die abgefragt werden können und das Toolkit dann entsprechend zu erweitern oder mithilfe dieses Toolkits das zu erweitern. Das ist ein völlig kostenloses Tool, entwickelt von einigen Leuten aus der Microsoft-Community mit Microsoft-Mitarbeitern zusammen, Nutzen von GraphAPI. Und wenn wir über den Security Score sprechen, ist das eine zusätzliche Möglichkeit. Es deckt sich dort relativ viel. Es gibt aber auch ein paar Empfehlungen, die eben, ich will nicht sagen, komplett unterschiedlich zu Microsoft sind. Das wäre fatal, aber Microsoft hat halt die Sicht auf bestimmte Parameter und sowas wie den Breakglass-Account, das wird halt in dem Tool anders abgefangen. Da hat, weil das eben in Kombination mit Microsoft passiert, jetzt eben auch Microsoft angefangen, den Security-Score ein Stück weit mit anzupassen. Stichwort Breakglass-Account. Das kommt genau aus dieser Initiative und das Tool wächst immer noch. Also für alle, die sagen, ja, das ist ganz nett, denen empfehle ich auch dieses andere Tool, das kann man regelmäßig laufen lassen, wie gesagt PowerShell, und damit habe ich dann die Möglichkeit, zum Beispiel bei meinem Tenant Reports rauszulassen und dann auch eine Entwicklung zu sehen, also eine dokumentierte Entwicklung über verschiedene Reports, dass ich dann sagen kann, pro Woche haben wir das und das gemacht und das erledigt, und das ist auch nochmal eine zusätzliche Möglichkeit. Da ist nochmal ein bisschen eine Ergänzung. Kein Ersatz für das eine oder das andere. Ich sehe es eindeutig als Ergänzung, um nochmal andere Aspekte auch mitzubekommen. Geht aber exakt in die gleiche Richtung. Hashtag not sponsored oder so. Ich bin einfach begeistert von dem Tool. Klingt tatsächlich sehr gut. Ich habe die Zeit auch gerade schnell genutzt und habe Google nach wie auch immer man das jetzt wirklich ausspricht, befragt. Und die ersten 5 Einträge sind tatsächlich Game of Thrones. Ah ja, 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 ne? Da gibt's Sinn. Aha. Genau. Deswegen, der Link ist mit in der Beschreibung. Master.dev gibt ein GitHub-Repository, man kann das eben entsprechend erweitern. Wie gesagt, ist ein Toolkit. Wenn ihr da selbst Vorschläge habt, könnt ihr das als Community-Beitrag mit einfließen lassen. Ist sehr, sehr cool. Also falls ihr schon irgendwas habt, was ihr nutzt, Richtung GraphAPI abfragen, um bestimmte Settings zu überprüfen, auch das kann etwas sein, was da mit reinkommt. So, jetzt hören wir auf mit der Werbung. Okay. Gibt es noch etwas, wenn du sagst, wir haben den Security Score, das wäre so der erste Anlaufpunkt, um meine Umgebung zu sichern? Gibt es sonst noch was? Ich hätte jetzt durchaus eine Möglichkeit, nicht direkt meine Umgebung zu sichern durch irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, sondern eher in die Richtung, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen. Und das mit Hilfe von Insider Risk Management. Okay. Da sind wir wieder bei deinen Insidern. Also den Leuten, die halt im Unternehmen sind. Richtig, genau. Also im Endeffekt bietet mir jetzt Insider Risk Management, es ist ein Tool der gesamten Microsoft 365-Umgebung. Es guckt sich also wieder meinen gesamten Tenant an. Und das Verhalten
meiner Mitarbeiter, was im Tenant passiert. Und versucht jetzt anhand von Policies, Richtlinien, die natürlich erstmal definiert werden müssen, ganz klar, anhand meines Unternehmens, ja, zu erkennen, ob sich da eventuell Ärger anbahnt. Ja, wird da vielleicht gerade eine Schwachstelle ausgenutzt? Gehe ich gerade Gefahr, dass meine Daten das Unternehmen verlassen, obwohl sie es nicht sollten, dürfen? Und genau, informiert mich dann eben rechtzeitig da darüber. Okay, das klingt ja sehr praktisch. Ist das auch so eine schöne Weiter-Weiter-Weiter-Konfiguration? Leider nein. Das wäre tatsächlich, ja, das wäre tatsächlich zu einfach. Es läuft tatsächlich darauf hinaus, dass man einzelne Policies erstellen muss. Also ich muss diesem Insider Risk Management jetzt anhand Policies einmal verraten, wie tickt mein Unternehmen? Was dürfen meine Mitarbeiter, was dürfen sie nicht, was sollten sie nicht? Ja? Gibt ja immer noch so ein bisschen die Abgrenzung, okay, ich verbiete aktiv etwas oder aber ja, ich verbiete es nicht direkt, aber eigentlich sollten sie es nicht. Ja? Und wenn sie es trotzdem tun, muss ich es irgendwie tracken. Ja, irgendein Trigger muss da dabei signalisiert werden, damit dann die Policy greift. Und jetzt greife ich einmal vor, dann erzeugt mir die Policy einen Alert in diesem Insider Risk Management und anhand dieser Alerts können die Admins, die daran arbeiten, eben sich das in einem Dashboard alles anzeigen lassen und schauen, was genau ist da passiert, was wie kann ich da dagegen vorgehen? Okay. Und das ist etwas, was ich in jeder Standardlizenz von Office 365 mit bei habe, ne? Weil das ist ja wichtig. Dementsprechend habe ich das in jeder Lizenz mit dabei. Stimmt's? Ich möchte einen deiner Punkte mit Ja beantworten. Und zwar den, dass es wichtig ist. Den anderen okay. Leider mit Nein. Nein. Es ist natürlich nicht in jeder Standardlizenz mit drin. Tatsächlich deckt es die Microsoft 365 E5 ab. Ja, also diese eierlegende Wollmilchsau E5, die hat es auf jeden Fall mit drin. Für wen jetzt grundsätzlich die E5-Lizenz nur einfach too much ist, zu oversized und zu teuer, der kann natürlich zu seinen bestehenden Lizenzen, die er eh schon im Einsatz hat, klassischerweise eine Add-on-Lizenz zubuchen. Das dürfte in dem Fall die Compliance-Add-on, die Microsoft E5-Compliance-Add-on-Lizenz sein. Will mich da jetzt nicht komplett festlegen. Microsoft und Lizenzen, das ist ein immer noch sehr undurchsichtiges Thema. Aber ja, die Kernaussage ist entweder E5 oder Add-on-Lizenz. Okay. Und ich habe jetzt die Lizenz. Ich habe jetzt angefangen, das zu konfigurieren. Was für Szenarien kann ich denn grundsätzlich damit abbilden? Also ganz, ganz, ganz allgemein gesprochen, geht es jetzt darum, Datendiebstahl zu verhindern? Das klingt sehr allgemein. Nee, das klingt mir zu allgemein. Ich versuche es mit Beispielen. Es geht da darum zu verhindern, beziehungsweise in erster Linie erstmal zu tracken, ob meine Mitarbeiter irgendwelche verdächtigen, unangemessenen Aktivitäten tun. Das kann sein, dass mein Mitarbeiter sensible Unternehmensdaten auf irgendwelche externen Websites hochlädt.
Das kann sein, dass man Mitarbeiter irgendwelche wichtigen Unternehmensdaten löscht. Das kann aber natürlich auch sein, dass genau diese Daten von meinem Mitarbeiter vielleicht an bestimmte Domains, E-Mail-Adressen versendet werden, die ich eindeutig meiner Konkurrenz zuordne. Und genau solche Szenarien kann ich jetzt beobachten und tracken. Und wichtig wäre jetzt zuerst mal, ja, jetzt kommt wieder sicherlich irgendwo das Datenschutzgeschrei von der Seite, all das passiert erstmal absolut anonymisiert. Ja, also ich sehe in diesem System, in diesem Dashboard nicht, Max Mustermann hat die Datei gelöscht, Max Mustermann hat eine E-Mail an die Konkurrenz versendet und da dabei die letzten Quartalszahlen hochgeladen. Und Max Mustermann hat, ich keine Ahnung, einen ganzen Haufen an Dokumenten bei Dropbox hochgeladen. Ich sehe den Namen erstmal nicht. Ich sehe eine total anonymisierte Benutzer-ID. Diese ID ist tatsächlich einem Mitarbeiter zugeordnet. Ja? Die erkenne ich aber erstmal nicht. Das ist für mich erstmal absolut als Admin nichtssagend. Das heißt, ich habe da jetzt kein Tool mir im Unternehmen eingerichtet, das mir jetzt sämtliche Aktivitäten von jedem Benutzer bis ins Detail runtertrackt und ich genau nachverfolgen kann, welcher Mitarbeiter treibt hier ja, welchen Schindluder. Okay. Genau, und jetzt habe ich ja eingangs erwähnt, ne, ich erstelle mir ja Policies, ja, die sollen genau diese Themen abbilden und tracken. Und anhand dieser Policies bewertet jetzt einfach dieses System anhand der Aktion, die der Nutzer jetzt eben ausgeführt hat, welches Risiko steht jetzt dieser Organisation da dahinter. Ja? Das wird in dem Fall irgendwo eingestuft. Da gibt es Risikoindikatoren da dazu und ja, je nach Schwere des Ganzen, je nach umso höher das Risiko, klar, umso höher im Endeffekt dieser Alert, der erstellt wird. Ja. Das heißt, zu jedem Vorfall, das dieses System trackt, wird eben ein Alert erstellt, wie schon erwähnt. Und da gibt es eine Risikofeststellung da dazu und der Admin sieht sofort, okay, da ist irgendwas total schief gegangen, da muss ich sofort dahinter oder eben, ja, mögliche Sicherheitsvorfälle. Und was ich bei diesem System unglaublich interessant finde, und das habe ich tatsächlich auf einer Konferenz live mit betrachten können, ja, in einer Live-Demo. Insider Risk Management schaut sich jetzt eben nicht nur eine einzelne Aktion an, die der Mitarbeiter ausgeführt hat, sondern beobachtet das auf einen längeren Zeitraum. Ja. Also nur weil jetzt ein Mitarbeiter vielleicht 5 Dateien gelöscht hat, ist es in dem Moment ja nicht zwingend ein Sicherheitsrisiko. Ja. Mhm. Das gesamte Szenario, was dieser Mitarbeiter jetzt mit diesen Dateien treibt, das wird sich über den gesamten Zeitraum angeschaut. Das heißt, praktisches Beispiel, Mitarbeiter Mustermann lädt ja 5 Dokumente aus einem bestimmten Ordner, den ich so schon als kritisch ansehe, weil da sehr wichtige Unternehmensdaten drin liegen, lädt er jetzt auf einer Website hoch. Okay. Vielleicht ist es für mich als Unternehmen in meiner Policy jetzt erstmal noch nicht komplett kritisch, aber im nächsten Step, und wenn es jetzt nur 3 Wochen später ist, ja, löscht Max Mustermann genau diese Daten, die er zuvor auf einer anderen Website hochgeladen hat, in diesem Ordner in meinem Verzeichnis jetzt raus. Dieser Zusammenhang, den verknüpft Insider Risk Management. Ja, das heißt, er sieht tatsächlich, okay, auch wenn da jetzt 3 Wochen zwischendrin liegen, zuerst wurden diese Daten extern hochgeladen, dann wurden diese Daten intern gelöscht. Das erhöht mein Risiko dann nochmal deutlich. Ja, also diese gesamte Laufzeit, die wird sich da betrachtet.
Okay. Mille, kann ich jetzt mit den, kriege ich dann nur Alerts oder kann ich dann noch irgendwas tun, damit vielleicht sogar automatisiert? Ich kann tatsächlich automatisiert was tun. ja, tatsächlich kann ich mir diese Alerts, Actions im Insider Risk Management als Trigger verwenden für beispielsweise andere Conditional Access Policies. Das heißt, Insider Risk Management erkennt jetzt eine potenzielle Gefahr, triggert damit eine Conditional Access Policy, die in dem Fall ja, vielleicht eben den Zugriff für diesen Mitarbeiter auf genau diesen SharePoint-Ordner ja, untersagt, verbietet. Okay. Das heißt, zum einen, ganz klar, kann ich da nochmal ganz viel Automatismus dahinter hängen. Und zum anderen habe ich natürlich logischerweise auch die Möglichkeit als Admin, ich habe vorher von einem Dashboard gesprochen, da landen alle Informationen drin. Und so ein Alert in diesem Dashboard, der enthält Informationen einmal über die Art der Aktion. Ja, was ist grundsätzlich erstmal passiert? Was wurde ausgeführt? Welcher Dienst ist da betroffen? Zu welchem Zeitpunkt, logischerweise? Ich sollte sicherlich auch wissen, wann ist das Ganze passiert? Und nochmal ganz bewusst betont, die anonymisierte Benutzer-ID. Und mithilfe all dieser Informationen, die dem Admin da zur Verfügung gestellt werden, kann der Admin jetzt natürlich auch manuell weiterführende Aktionen ausführen. Und ich habe vorher von einer gewissen Risikoeinstufung gesprochen. Jetzt, klar ist das eine Szenario, User löscht irgendwelche Informationen, irgendwelche Daten, gibt diese nach außen. Das würde ich in einem Risiko schon mal ganz weit oben klassifizieren. Und wie eben schon mal beschrieben, das kann ich dann über einen Trigger, über Conditional Access Policies nochmal lösen, dass in dem Moment, wo dieses Risiko erkannt wird, dem Benutzer sofort der Zugang entzogen wird. Ich kann aber auch bei kleineren, nicht so ganz kritischen Verstößen klingt jetzt vielleicht falsch, ja, bei kleineren, nicht so kritischen Aktionen vielleicht auch einfach nur eine Erinnerungsmitteilung triggern, dass ich dem Mitarbeiter automatisiert eine Benachrichtigung raussende und ihm bewusst sage, okay, wir haben festgestellt, die und die Aktion hast du ausgeführt. Hier hast du nochmal unsere Policy zum Nachlesen. Ist so eigentlich nicht vorgesehen. Bitte unterlassen. Gibt's auch. Und je nachdem, kann der Admin dann natürlich mit all diesen Informationen, je nachdem, wie schwerwiegend das ist, andere Abteilungen konsolidieren. Ja? Das heißt, eventuell muss man dann mit der Personalabteilung sprechen, mit der Rechtsabteilung. Eventuell hat dieser Verstoß in diesem Risiko ganz andere Auswirkungen für diesen Mitarbeiter. Mhm. Okay. Spannend. Sehr, ja. Also sehr mächtiges Tool tatsächlich. Würdest du empfehlen, dass jedes Unternehmen Insider Risk aktivieren sollte, pro forma? Oder gibt es bestimmte Situationen, wo du sagst, da sollte ein Unternehmen ein Augenmerk drauflegen und erst in diesen Situationen das vielleicht irgendwie mit berücksichtigen? Oder? Ja, ich wieder schwer, da allgemeingültig eine Aussage zu treffen. Also auf einer Seite könnte man jetzt sagen, Krankenkassen, alle, die in diesem Gesundheitssegment unterwegs sind und mit irgendwelchen Patientendaten hantieren müssen, die sind jetzt irgendwo, die haben viel sensiblere Daten zu schützen, die sollten da, ja, wenn möglichst, alle Systeme dieser Welt aktivieren. Auf der anderen Seite könnte man jetzt aber auch sagen, ja, aber meine Unternehmensdaten, egal wie groß das Unternehmen ist, ja,
für dieses Unternehmen sind diese Daten einfach wichtig und ja, elementar ausschlaggebend. Das heißt, unterm Strich muss es jedes Unternehmen für sich entscheiden, welche Daten für das Unternehmen wichtig sind und in welchem Ausmaß die natürlich auch geschützt werden müssen. Wenn ein bisschen Antivirus und Data Loss Prevention für das Unternehmen ausreicht, vollkommen in Ordnung. Ja, wenn man selbst wenn man auch nur eine Fünf-Mann-Bude ist und sagt aber, ich habe mit so wichtigen Daten zu tun und ich möchte alles da dafür tun, um diese Daten zu schützen, ja, dann warum nicht Insider Risk Management? Ganz klar. Unterm Strich ist es sicherlich eine Frage des Geldes. Das spielt sicherlich einen wichtigen Faktor. Ja, und die Unternehmensgröße spielt da mit rein, ganz klar. Gut. Mit ein bisschen Hinblick auf die Zeit, magst du noch was ergänzen? Gibt es noch etwas, was du als abschließende Worte mit reinbringen möchtest? Ich weiß nicht, kann man so langsam schon frohe Weihnachten wünschen? Du weißt nicht, wann die Leute das hier hören. Nein, tatsächlich. Also ich denke, wir haben Security Score einmal beleuchtet, wir haben Insider Risk Management ein bisschen detaillierter beleuchtet. Ich denke, das Wichtigste ist gesagt und wer da natürlich mehr Interesse hat und mehr darüber erfahren möchte, der darf sich natürlich auch direkt bei uns melden. Schön, dass der Werbeblock am Ende noch kommt. Der ist auch wichtig, damit wir zeigen können, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Aber viel wichtiger ist tatsächlich, dass ihr euch mit diesen Themen auseinandersetzt und dass ihr ein Verständnis dafür habt, dass es Möglichkeiten gibt für bestimmte Szenarien. Es freut uns, dass ihr zugehört habt. Ich sage an der Stelle herzlichen Dank, Mille. Ich danke dir, Michael. Und damit sage ich auch an euch, hört euch gerne die anderen Podcasts an, schaut gerne wegen der Phishing-Kampagne und den Informationen rund um Phishing nochmal mit rein oder hört den Podcast dazu, was wir auch intern damit getrieben haben, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen für das Thema Phishing und vor allen Dingen, welche Bordmittel Microsoft euch damit schon an die Hand gibt. Sternchen. Denkt auch wieder an so eine Lizenz. Aber das sind Kleinigkeiten, die erfahrt ihr natürlich in dem entsprechenden Podcast. Und damit sage ich vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.